Tabellennachbarn unter sich. Düsseldorf, der 9. zu Gast beim 10. in Bietigheim. Und der Aufsteiger mit 3 Siegen am Stück klopft plötzlich an die Tür zu den Playoffs. Die Pole Position wollten sie sich natürlich nicht nehmen lassen gegen die Corona-geschwächten Düsseldorf. Auch diesmal wieder ohne 7 Feldspieler und ohne Trainer Harry Kreis. Bietigheim traditionell mit einem guten Start. Und so war es auch diesmal. 2. Spielminute, das 1:0. Evan Jasper mit dem Treffer. Es war sein 16. Saisontor, vorangegangen. Der Fehler von Carter Proft im Duell, verliert er die Scheibe gegen Riley Sheen. Jasper verlädt Pankowski die frühe Führung für den Aufsteiger. Es dauerte ein bisschen, bis die DEG in der Partie drin war, aber spätestens nach dem ersten Powerplay sehr, sehr aktiv und dann auch treffsicher. 14. Spielminute, der Ausgleich, ein typisches Carter-Proft-Tor, der zuvor noch den Fehler machte, macht den aber wieder gut. Carter Proft mit seinem 14. Saisontreffer zum Ausgleich. Dann die Bietigheim Steelers im Powerplay. Eines der stärkeren Powerplay-Teams in der deutschen Eishockeyliga, läuft aber in diesem Konter. Eingeleitet von Kumiski, dann El, und er sieht Tobi Eder durch die Beine. 1:2. Düsseldorf hat das Spiel gedreht. 14. Spielminute, weil Bietigheim keinen Zugriff bekommt und Tom McCallum, der Aitokaio-Ersatz, durch die Beine kassiert. Ja, und Alexander Preibisch nach diesem Drittel mit folgendem Statement. Ich glaube, wir müssen einfach schnell spielen, die Unterzahlspieler müde machen, ein paar Mal drumherum spielen und dann den freien Mann finden und das Ding einlöten. Ja, einlöten, das war das Stichwort für das 2. Drittel für die Bietigheim Steelers. Sie rannten also einem Rückstand hinterher, kamen aber gut aus der Kabine mit einem guten Vorcheck. Hier machen sie die Bande zu und dann der Lötemeister höchstpersönlich. Über 240 Spiele für die DEG. Alexander Preibisch fällt spektakulär ab durch die eigenen Beine zum erneuten Ausgleich. Die Uhren in der EG Trans Arena waren wieder auf Null gestellt. Und Bietigheim wollte mehr. Powerplay kurz vor Ende des Mittelabschnitts. Merrick mit dem ersten Versuch und dann mit dem zweiten vor die Kelle von Daniel Weiss. Und in der 38. Minute sind die Steelers wieder vorne. Wird nicht konsequent genug verteidigt von der DEG-Abwehr. Und dann hat Pankowski keine Chance beim 6. Saisontreffer von Daniel Weiss. Noch war aber nicht Schluss im Mittelabschnitt. Ein paar Sekunden waren es noch. Bietigheim gewinnt das Bulli, trifft den Pfosten, trifft das Tor. Guillaume No, 40. Spielminute. Das ging ratzfatz mit dem Scheibengewinn. Bietigheim, eine gute Bulli-Mannschaft, hier noch im Pech. Aber Guillaume No steht goldrichtig, eigentlich als Verteidiger geholt mit seinem ersten DEL-Tor. Es war plötzlich ein 2-Tore-Spiel für die Gastgeber. Aber die DEG-Fans, die Angereisten, sie hatten noch Hoffnung. Denn Düsseldorf mit über 40 Torschüssen, mit jede Menge Moral und dann einen Alexander Ehl, der abfeuert. Alexander Bartha mit dem Abstauber. 55. Spielminute. Düsseldorf war wieder da und es versprach in der Schlussphase ein extrem spannender Krimi zu werden. Tom McCallum das 3. Mal geschlagen, trotz fantastischer Leistung an diesem Abend. Die letzten Sekunden, nochmal Powerplay für Düsseldorf. Sehr, sehr druckvoll mit der Schussgelegenheit und dann haben sie Glück, die Steelers. Der Puck auf dem Helm von Tom McCallum, aber mit Glück und Geschick verteidigen sie dieses 4:3 und bringen den 4. Sieg in Serie nach Hause. Ach, das war unglaublich. Das sind solche Momente, die schwer beschreibbar sind. Ich meine, die Jungs super Arbeit gemacht, super Schuss aufs Tor vom Promi. Und der Job war letztendlich ziemlich einfach für mich vom Tor, aber ja, super, super geiles Gefühl. Wir haben unsere Chancen nicht gut genug genutzt, haben hinten auch zu viel zugelassen und es war ein verdammt wichtiges Spiel für uns und ja, ist einfach Mist, ist Mist und da gibt es nicht viel schön zu reden, egal wie das Spiel verlaufen ist. Du musst hier heute gewinnen und das ist uns nicht gelungen. Frustrierte Düsseldorfer also, nachdem sie zuvor 4-mal in Serie gewonnen hatten. Bietigheim
untermauert die Ambitionen, doch ein Playoff-Team im Jahr 2022 zu sein. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.